So, hier sind wir bitte bei Playsable. Weiter geht's mit unserem Mehrfamilienhaus. Ich musste ja auch ein bisschen noch was basteln und ich habe ja auch was Neues hochgeladen, aber das hatte ich ja vorproduziert. Nicht, dass ihr denkt, ich bin völlig von der Rolle. Also, wir fangen jetzt hier mit den Fenstern an. Jetzt, wenn ihr das so alles so weit gebaut habt, müsste es ja so aussehen. So, jetzt nehmen wir einmal hier wieder Eisenblock und verlängern das. Das heißt, dass wir jetzt hier von der Wand aus 1, 2, 3, 4 Stück haben. Ne? Das heißt, 4 Stück ziehen wir jetzt mal runter, dass wir das Element voll haben. So. Also innen drinnen bin ich noch nicht fertig mit dem Ausbauen. Das ist jetzt, boah, das ist echt groß geworden, ne? So, haben wir das Element fertig, dann müsst ihr natürlich auch das Holz dann so breit voll machen. So, das geht dann hier komplett bis zu den anderen Element, bis diesen. Da ziehen wir das einfach mal alles voll. So, damit wir einen anderen Blickwinkel haben. So, eben noch zumachen. Schlag, fertig. So muss das aussehen. So, jetzt machen wir als erstes die Fenster rein. Wir haben ja natürlich, ich habe hier die türkisfarbene Fenster genommen. Muss eben kurz hier kopieren. Tschack, flatsch, fertig. Und dann, hier rein nudeln. Das heißt, jetzt müssen wir 5 Steinchen, jetzt muss ich gucken, welche Richtung ich gehe. 5 Steinchen, jetzt hier von oben. Hier haben wir den Zweier. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann kommt der nächste. Bis in die Ecke, dass das Maß bleibt. Und hier auch. So. Dann kommt hier das Fenster hin. Klatsch. Hier auch. Eben zumachen. So. Das war jetzt nicht schwierig. Also von da aus 5 Stück. Und dann diese beiden Reihen. 4er, 4er. Fertig. Auf der gegengesetzten Seite muss das gleiche wieder passieren. Das heißt jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier 1, 2, 3, 4. 4. Und dann haben wir das nächste Element fertig. So, einmal kurz hier wieder zumachen. Obwohl, das muss ich ja nicht jetzt zumachen. Das ist, ich schlage das jetzt nur aus. Und dann wisst ihr selber, da kommt das Fenster rein. Ne? Da müssen wir nicht immer wieder sagen, hier wieder ausschlagen. So, das gleiche machen wir jetzt hier unten auch. Das heißt jetzt aber, warte mal, ich muss jetzt gucken, welche Richtung ich jetzt bin. Wir müssen jetzt hier von unten gehen. Das heißt jetzt hier unten. Ja, genau. Von hier unten geht ihr. 1, 2, 3, 4, 5. Dann natürlich hier wieder bis dahin zuschlagen, ausschlagen, da ausschlagen, fertig. Da auf der anderen Seite das gleiche. 1, 2, 3, 4, 5. Dann einfach hier 4er rausschlagen, 4er rausschlagen. Und dann haben wir das so gegengesetzt. So muss das aussehen. So, dann gehen wir einen tiefer. Und da machen wir das natürlich wieder, wie wir es oben gemacht haben. Hier in der Ecke 1, 2, 3, 4, 5. 4 Stück. 4 Stück. Das gleiche hier auch in der Ecke. 1, 2, 3, 4, 5. Dann rausschlagen. Rausschlagen. Fenster. So. Jetzt haben wir diese Fensterelemente drin. Die Fenster könnt ihr ja selber reinmachen. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite das noch kurz machen. Jetzt muss ich kurz mein Foto wechseln. So, jetzt müssen wir da oben. Wo bin ich jetzt? Hier. Da in der Mitte müssen wir hin. Da in die Mitte. Und dann machen wir hier in der Ecke. Ist das die gleiche Höhe? Warte mal, von da aus die Höhe nehmen. Ganz, um sicher zu gehen. Zack. Hier drinnen muss das passieren. Okay. Hier machen wir das. Ihr seht da jetzt hier diesen Zweier. Und da macht ihr jetzt hier einmal den durch. Das durch. Und dann hier den langen. So. Zack. Dann sieht das so aus. So, dann gehen wir jetzt einen tiefer noch. Oder tiefer? Ja, genau. Dann gegengesetzt machen wir das hier nochmal. Das heißt jetzt hier oben. Den lassen wir jetzt hier frei. Ziehen den komplett durch. Und dann unten zweimal wieder. Erste Reihe, zweite Reihe, fertig. So, dann ist das auch wieder gegengesetzt. Oben so rum, unten rum so rum. Und dann müssen wir jetzt noch hier, genau, hier noch einen hin. Genau, da müssen wir noch. Da oben. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder, also da wo der 2er ist, 5 Stück. Dann wieder 4er, 4er. Und auf der anderen Seite das gleiche. Das heißt jetzt hier machen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 4er, 4er. Und dann haben wir das Patch. So, jetzt muss ich nochmal auf einen anderen Foto noch gucken. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Doch, das ist richtig so. So, jetzt haben wir jetzt hier die ganzen Fensterelemente drin. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Das heißt jetzt hier werden wir jetzt
Ich muss mal hier nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Das haben wir auf der Seite, glaube ich, auch dann 5. Okay, 5. Dann eine Reihe hochziehen bis dahin. Okay, eine Reihe lassen, eine Reihe lassen. Und das wird rausgeschlagen, das wird auch ein Fensterelement. So. Jetzt mache ich hier das einmal komplett raus, damit ihr das seht, wie ich das meine. So muss aussehen. Fünferreihe, einer, einer. So, das machen wir jetzt auf beiden Etagen noch, die jetzt noch kommen. Darunter. Da müsst ihr dann einfach nur 1, 2, 3, 4, 5 rausschlagen. Einer, einer. Und dann das gleiche hier auch. 2, 3, 4, 5. Ab den 6. schlägt ihr es raus. Aber lässt eine Reihe da und hier eine Reihe. Und dann müsst ihr das einfach nur wieder komplett rausschlagen. Und dann kommt da das Fenster rein. So, das schlage ich jetzt nicht raus, weil wir machen keine Zeit. Wir müssen viel tun, ne? War ja auch wieder viel lange her, dass ich hier was hochgeladen habe von dem Mehrfamilienhaus. So, das gleiche hier auch wieder. 2, 3, 4, 5. Ab den 6. Tschack. Und hier auch wieder 3, 4, 5, 6. Zack, und dann durchziehen und die Fensterelemente reinbauen. So, jetzt haben wir diese Etage und diese Etage fertig. Jetzt gehen wir hier runter. Und wir sind, wo bin ich jetzt hier gelandet? Da bin ich gelandet. Hier haben wir die beiden großen X'e, wo auch dieses Holzelement sich berührt. Das heißt, so ist das ja dann, ne? So, jetzt nehmen wir einmal unseren weißen Beton. Und ziehen dann vom den X, also hier kann man das noch besser sehen, erste X, zweite X und dann ist hier das Element. Und dann kommen die beiden anderen großen X und dann ist ja hier diese Plattform. So, von dem X hier, von dem zweiten, 1, 2, der jetzt hier ist, ihr seht das ja, machen wir Beton hin, 1, 2, der zählt mit 3, dann wieder rum, 4, 5, 6, 7. So, 7 Steine und die ziehen wir dann so hoch bis zu dieser Ebene. Eine Ebene höher. Ne? Ich zeig das nochmal. Das ist die Ebene, das ist die Ebene. Und genau diese Höhe, wo diese Fenster sind, bis dahin machen wir weiß. So, zack. Und dann wird es auch so hoch gebaut. Das heißt, das geht komplett einmal durch die Wand. So. Und dann hier einmal zumachen, komplett. Schlack. Schluck. So. Dann sieht das so aus. So aus. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. So, jetzt müssen wir noch Holz. Das ziehen wir auch dann so lang. So. Dass wir diese Breite haben. Den einen lassen wir erstmal weg. Den lasst ihr erstmal übrig. Das heißt, jetzt macht ihr jetzt erstmal das Holz wieder dahin. So. Haben wir das Holz dahin. Und jetzt machen wir, wo sind wir? Da sind, achso, da habe ich jetzt extra schon eingezeichnet. Das heißt jetzt, das haben wir, das Element. So, jetzt haben wir das Element so weit gebaut, dass es so aussieht. Und da müssen wir das hier, das Holz so weit wegschlagen, dass wir jetzt hier bündig mit dem Element sind. Mit diesem großen Element, also mit dem kleinen. Das ist der große, das ist der kleine. So, da muss das bündig sein. Oder man kann auch sagen, bündig mit dieser Mauer. So, jetzt nehmen wir, ich habe das ja hier schon vorbereitet, einmal Quarzstufe, ziehen die Quarzstufe entlang und bis zum Ende. Zack, komplett die Quarzstufe dahin. Klatsch, fertig. So. Hier müsste das ja jetzt noch nicht fertig sein. So. Dann kommt Folgendes. Jetzt nehmen wir einmal, wie heißt das? Gras. Und der wird hier reingebaut. So. Das war einen Streifen Gras reinkriegen, ne? So, klatsch und einmal durchziehen. Klatsch und dann hier Gras hin, dort Gras hin und dann kommt da gleich eine Hecke rein. Und dann muss ich gleich auf der anderen Seite gucken, was für eine Hecke ich genommen habe, weil ich jetzt nicht weiß, welche Hecke ich genommen habe. So, jetzt gehen wir hier rüber. Flutsch. Okay, ich habe genommen, was für eine Hecke? Eichenblätter. So, die kommen jetzt komplett hier dran und zwei Reihen nach oben. Das ist erste Reihe. Da bauen wir das noch um, aber das ist jetzt erst noch Peng. Also erste Reihe, zweite Reihe.
So. Dann sieht das so aus. So, jetzt nehmen wir noch. So, jetzt müssen wir, hier oben haben wir ja noch ein bisschen Platz, das heißt, wir müssen jetzt bündig mit dem, bündig hier, einmal kurz Holz wieder, so weit nach vorne, dass wir genau da, wo das Element ist, hier kommt ein Weißer hin, das heißt jetzt hier Weiß, Klatsch, und dann haben wir hier, so breit ist dann das Holz, ne? Hier ist das Element, da ist ein weißer Streifen und der Rest ist Holz. Das heißt, jetzt diesen weißen haben wir jetzt gemacht. Habe es jetzt eben so gemacht, damit ich die Höhe habe. Den ziehe ich jetzt komplett bis zum Ende. Verbinde das und dann kommt da Holz rein. Ne? So. Mit der Ecke hier. Und dann kommt da Holz auch mit rein. Ne? Dass das hier einmal voll ist. Aber nehmen, warte mal, da muss auch Dings hin. Da kommt ja auch Gebüsch drauf. Das heißt, wir nehmen wieder hier einmal kurz Gras, ne? Gras, 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 wo ist Gras? Ach komm, ich baue das jetzt hier ab und dann kopiere ich das. Jetzt habe ich keinen Bock, das dauert mir zu lange. So, fertig. Wir nehmen Gras und ziehen hier noch eine Reihe Gras entlang. So. Und dann kommt da auch wieder einmal unser Busch da drauf, ne? Unsere Hecke. So, erste Reihe und zweite Reihe. So. Dann haben wir das, das, das. So, dann müssen wir noch, was machen wir noch? Was haben wir noch dazu tun, damit ihr was viel zu tun habt? Ach genau, hier, jetzt nehmen wir hier diese Quarzstufe. Und ihr seht ja, hier ist ja, dann sieht man ja das, den Sand. Und hier sind ja die, X'e. Jetzt macht ihr hier komplett da, wo das X ist, davor einen weißen. Zack. Und auch hier bis zum Ende hin. Zack. Und dann macht ihr das komplett zu. Somit bedecken wir jetzt das Holz und auch unser Sand. Genau vorm Element, ne? So, so. Ah, warte mal, jetzt habe ich mich vertan. So, jetzt hier entlang. Zack, fertig. Und hier oben drauf. Entweder, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das jetzt... Ich glaube, ich mache das so, dass ich jetzt hier nur diese Reihe entlang ziehe. Und diesen weißen lasse ich noch. Dann haben wir so eine Kante drin. Das ist jetzt nur, damit wir das, den Sand verdecken. Damit das nicht so bescheuert aussieht. Entweder so oder wir machen das bündig. Das könnt ihr euch überlegen, wie ihr wollt. Ich weiß es nicht. Ich lasse das jetzt so, damit das auch ein bisschen nach was aussieht, wenn man so ein bisschen, so wie hier, ein paar Kanten drin sind. Wenn es so arg glatt aussieht. So, das machen wir hier unten auch. Das heißt jetzt hier auch wieder bis zum Element. Hier habe ich das einen davor gemacht. Habe ich genau da, wo das Element ist. Zack. Da habe ich auch die Quarzstufe gebaut. So, das machen wir jetzt hier auch eben. Zack, zack, zack. So ist das zu. Und hier mache ich keine, wie heißt das? Kann ich ja keine Dings machen, wer ist das? Eine Kante. So, jetzt mache ich das hier bündig. Hier auch bündig. Also könnte man auch hinter den X gehen. So. Zack. Das. Und so. Ah, komm. Komm. So. Und ja, auf der Seite macht ihr noch gar nichts erstmal, weil da wird, das wird ja noch anders ein bisschen gebaut. So, jetzt, ja, genau. Habt ihr jetzt erstmal was zu tun? Nur auf dieser Seite. Und dann hier oben. Ah, da würde ich auch noch nicht machen. Ihr macht das erstmal so, wie ich es gesagt habe. Diese Seite und hier unten macht ihr die Decke. Ne? Hier habe ich das hinter dem X gemacht und hier habe ich das vor dem X. Ich würde sagen, wir machen das auch genau bündig. So, dass das so aussieht. Zack, zack und zack. So, das Element genau mit dem Quarzstufe verbunden ist. So müsste das aussehen. So, das macht er dann überall. Auf den unteren Seiten. Diese Seite. Und einen höher. Und die anderen Seiten. Gegenüber habe ich ja schon fertig. So, die sieht so aus.
Das haben wir jetzt alles soweit gebaut. Ich muss das eben kurz vergleichen. Ja gut, das, was da jetzt noch gebaut wird, das mache ich in der nächsten Folge, weil sonst kommen wir jetzt ganz durcheinander. So. Und dann teile ich das jetzt noch auf. Warte, jetzt müssen wir noch aufteilen. Das heißt jetzt hier 1, 2 und dann macht ihr erstmal eine Wand dahin. Ich würde das sagen, ihr baut jetzt komplett die Wand dahin. Wir schlagen das raus. Weil dann habt ihr auch was zu tun und gleichzeitig brauche ich mich jetzt nicht bemühen, das irgendwie auszumessen. Das schlagen wir dann einfach raus. So, dann haben wir diese Wand zu. Dann macht das oben das Gleiche. Das heißt jetzt hier vom Element aus, nicht von hier aus, sondern da, wo das am höchsten ist. 1, 2, ne? Und hier das Gleiche, dann wäre hier unten. 1, 2. Seht ihr ja immer da, wo dieser Fuß ist. Hier oben ist das ja zu viel. 1, 2 und dann hier ist es nicht, ja, hier ist es oben, nicht unten. Und hier immer so weiter. So, das heißt jetzt, warte mal, wir machen jetzt, dieses bleibt so, das bleibt so. Und das wird zugemacht. So. Achso, da müssen wir auch noch die Flure machen. Die mache ich in der nächsten Folge. So, dann hier noch. Einmal hier zu. Und dann zieht ihr es komplett hoch. Ah ne, da muss ich es hin machen. Da war ja 1, 2. Okay. Habe ich auf der Seite nicht gemacht. Da könnte man es noch besser sehen. Genau, da ist nur einer. Zweier. Also müsste ich den dann dahin bauen. Und dann einmal zack nach oben. So, das mit den Dings müsst ihr nicht beachten. So, da haben wir diese Wand zu und diese Wand zu. Da haben wir die Glaselemente drin. Ja, da würde ich sagen, ihr baut das jetzt erstmal so weit aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge wieder bei PlaySample. Und dann geht es weiter. Ich habe das schon vorgezeichnet. Dann geht es mit den Treppenhaus hier weiter. Und hier kommen noch so Holzelemente rein, ne? Das heißt, jetzt hier ist das Treppenhaus. Hier habe ich das schon aufgezeichnet. Und dann kommen die aber noch nach oben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da habt ihr wieder was zu tun. Ich bemühe mich, so schnell wie möglich wieder die nächste Folge hochzuladen, damit wir auch das Ding so schnell wie möglich fertig kriegen. Aber ihr müsst doch verstehen, dass so kleine Feinheiten, die gehen nicht auf die Schnelle. So ratzfatz, fertig, ne? So, ach so, den Eingang müssen wir auch noch machen. Also wir haben noch genug zu tun in der nächsten Folge. Macht erstmal das soweit und wir sehen uns dann wieder bei PlaySample.